das Olle-Kinzig-Tal-Tor in Hausach, leider mit Verkehr und ja, ich bin wieder auf dem Westweg, falls jemand den Winter gesucht hat, hier ist er. Nur so zur Info. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Strecke, bis ich aus dem Ort raus bin. Solange kann ich ja Fotos machen, das ist ja das tolle Neue mit der Kamera. Und Burghusen, da hinten sieht man sie schon. Da werde ich mich dann ein bisschen genauer natürlich umgucken. Burgruinen sind ja meine große Leidenschaft. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr Text zum Kinzigtal. Ich wünsche mir einen schönen ersten, na, 1,5 Kilometer oder was das, glaube ich, sind. Oder nur einer? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich gehe da jetzt hin. So, hallihallo, ich bin jetzt an der Burg angekommen. Burg ist theoretisch nur ein bisschen über der Stadt, kann man ja so grob abschätzen, wenn man mich hier entsprechend rumdackeln sieht. Ich bin noch nicht im Deppenzepter-Modus, danach gibt es dann auch, wenn ich im Deppenzepter-Modus bin, gibt es dann auch ein größeres Bild, also mit weniger Ben im Bild, weniger Bens Rucksack im Bild, mehr Landschaft. Aber schaut hier. Das ist also das Kinzigtal, beziehungsweise Hausach nennt sich dieser Ort. Sehr, sehr schön. Und man kommt irgendwo von da. Ich weiß das gar nicht mehr so sehr. Dackelt dann da runter ins Tal. Irgendwo da ist der Bahnhof. Und ja, vom Bahnhof geht es dann hier entsprechend hoch. Ist ziemlich windig, etwa minus 5 Grad. Bisher habe ich Spaß und das hier ist jetzt eben diese Burg. Man sehe, es gibt da einen Mauerrest und da unten irgend so ein überaus interessantes Türchen, was immer das sein soll. Ah, ja doch, hat weiter aufgenommen. Das Blöde ist, dass ich mit den behandschuhten Händen an der Kamera gerne mal auf Knöpfe komme, auf die ich gar nicht kommen möchte. Und irgendjemand hat da sogar einen kleinen Brennholzvorrat hinterlegt. Man fragt sich, was es mit diesem wohl auf sich haben mag. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gefühlte 17 Millionen Einstellungen an meiner Kamera geändert, indem ich mit den Handschuhen da drauf rumgedrückt habe. Naja, wir merken uns, Deppenzepter-Modus ist für Handschuhe erheblich effizienter. Ja, und das wäre der Turm. Hoch kommt man gerade nicht, wäre ich ja eh nicht gegangen. Das ist also die Burghusen, sehr sympathisch, nochmal Aussicht und jetzt gehe ich weiter. Ja, dieses Schild muss wohl von irgendjemand sehr Lustigem angebracht worden sein. Wahrscheinlich zu Recht, weil, soweit ich weiß, also so viel habe ich mich schon eingelesen, führt jetzt dieses Wegelchen tatsächlich 5 Kilometer lang bergauf auf den Farelkopf, heißt der, glaube ich. Und da geht es wirklich nur hoch. Das ist der heftigste Anstieg auf dem Westweg. Boah. Ich bin gespannt, ob ich das überlebe. Also allein schon jetzt die paar Meter hier hoch zu der Burg, gefühlt die paar Meter, verglichen mit dem gesamten Anstieg, das war schon relativ heftig. Der wüsste wirklich gut reinhauen und da ich ja doch ein bisschen Gepäck dabei habe und einen der Schnee auch nicht unbedingt schneller macht,
Das wird lustig. Ja, ich mache mal 100, 200, 300 Höhenmeter erstmal. Und ab dann werde ich mein Leiden ein wenig ausführlicher dokumentieren. Bis gleich. So, dann jetzt doch mal ein bisschen Deppenzepter-Modus schon mal aktiviert. Ist gerade wunderbar, still und schön im Wald. Und auch so eine relativ langweilige Vorstraße, da bin ich jetzt hergekommen. Im Winterwald mit Schnee ist das halt alles was Besonderes. Das macht also die Tour diesmal doch sehr interessant und ich muss mich nicht ärgern, wenn der Westweg durch relativ langweilige Wälder führt. Wobei ich sagen muss, für einen reinen Nadelwald ist das hier schon recht gut differenziert. Und da gibt es auch interessanterweise jede Menge verschiedene Nadelbäume. Könnte natürlich daran liegen, dass das hier auch ein Baumlehrpfad ist. Geht hier überall durch die Gegend. Der Westweg verläuft nur teilweise drauf. Hab eben schon Schilder gesehen zu Douglasie, zur Lerche. Zur Lerche muss ich euch noch was zu erzählen. Zu Douglasie seid ihr ja schon bestens im Bilde. Da habe ich ja schon mehr als genug zugelabert. Und dann habe ich gerade ein Foto gemacht. Das blende ich euch mal ein. Und eine Römerstraße geht hier lang. Das liegt daran, dass, und jetzt laufe ich mal ein bisschen weiter und versuche das so ein bisschen zu erläutern. Moment. Kurze Orientierungsphase. Da ist der Wegweiser. Wenn ihr guckt, Fahr im Kopf heißt das Ding. 3,5 Kilometer, aber da sind jetzt noch jede Menge Höhenmeter zu bewerkstelligen. Und ja, die Vorstraße, auf der ich gerade noch unterwegs bin, ganz gemütlich, hört just in diesem Moment auf. Geht jetzt da hoch. Und einerseits muss ich mich jetzt anstrengen wie Sau. Andererseits, aus so einer Vorstraße kommt man jetzt mit Schnee auch nicht wirklich gut vorwärts. Was natürlich damit zusammenhängt, dass der da schon recht platt gefahren ist und das Ganze ein wenig rutscht. Ein deutlich weniger begangener Weg wie der, auf dem ich jetzt unterwegs bin. Hier, seht das? Da läuft es sich einfach besser. Da klebt der Schnee noch ein bisschen und dann komme ich auch ganz gut voran. Ja, aber Römerstraße. Das Kinzigtal ist so ja eigentlich die ideale Möglichkeit, um durch den Schwarzwald zu kommen, wenn man nicht oben drüber will. Jetzt ist es ja so, dass die Römer den Schwarzwald noch überhaupt nicht besiedelt hatten. Nur ganz, ganz bisschen am Randbereich, da wo es heiße Quellen gegeben hat, weil die haben ja gern gebadet, wie man weiß. Badenweiler wäre ein prominentes Beispiel. Baden-Baden ist ein sehr nah bei mir gelegenes, deshalb noch prominenteres Beispiel. Und weiter rein in den Schwarzwald sind sie nicht. Die Höhlagen, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wurden erst so im 10. Jahrhundert, also im Hochmittelalter, zu besiedeln angefangen, als der Platz unten knapp wurde. Ist auch eher eine blöde Gegend zum Wohnen, wenn man damit Ackerbau kann man vergessen. Und Viehhaltung ist auch nur unter gewissen Anstrengungen möglich. Aber jetzt hier Hausach bzw. das Kinzigtal wird auch angesehen als die Grenze zwischen dem nördlichen und dem südlichen Schwarzwald. Und bis in den besagten südlichen Schwarzwald komme ich ja jetzt. Also eigentlich bin ich momentan noch im mittleren Schwarzwald. Es kommt irgendwo oben auf dem Berg der Punkt, wo die Hälfte des Westwegs gelaufen ist. Wo das hier ungefähr ist, es schon Hausach, aber man muss noch ein kleines bisschen weiter und dann ist wirklich die Hälfte erreicht. Südlicher Schwarzwald ist ja deutlich höher als der nördliche, aber weniger wild. Deutlich urbaner, muss man sagen. Gibt auch weniger Wald, gibt mehr Weidehaltung, mehr Vieh, Almwirtschaft, genau wie in den Alpen. Das ist im Schwarzwald auch nicht anders. Und der Feldberg heißt nicht umsonst Feldberg, ist ja schon ein sehr alter Name. Der ist schon seit ewigen Zeiten
gerade eben zur Beweidung genutzt worden, weil er halt eben nicht sehr steil ist. Also sehr einen Grat hat oder ähnliches. Ist ja ein sehr flacher Gipfel. Da komme ich bei dieser Etappe, also bei dieser Staffel vom Westweg nicht mehr hin. Ich will jetzt laufen bis kurz hinter den Titisee, also bis hinter Zarten. Wer sich ein bisschen mit Wintersport auskennt, dem sagt das natürlich was. Einmal Armwechsel. So, und das heißt, das wären regulär 3 Etappen. Jetzt ist es aber schon Mittag durch. Ich habe jetzt keine Lust auf die Uhr zu gucken, es interessiert mich auch nicht. Aber es wird jetzt wahrscheinlich so irgendwas 2:30, 2:15, irgend sowas um den Dreh wird sein. Das bedeutet, natürlich schaffe ich heute nicht die ganze Etappe, die eigentlich von Haus aus vorgesehen ist. Und ich gucke mal, wie weit ich komme. Und eigentlich hätte ich große Lust, da hätte ich echt mal wieder Spaß dran, noch ein bisschen im Dunkeln weiterzulaufen. Ich habe ohne Ende Batterien für meine Stirnlampe dabei, weil ich genau wusste, dass mich unter Umständen diese Lust überkommt. Wäre also kein Problem. Ist die Frage, ob die Lust mir noch erhalten bleibt, wenn ich jetzt noch ein paar Stunden unterwegs bin.